Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Admiral. Nachbarschaftsduell hieß es bei der Bundesländer-Nachwuchsmeisterschaft U14. Die Auswahl aus Vorarlberg traf in Schwarzenberg auf die Kollegen aus Tirol. Und die Ländle-Kicker in Rot starteten gut in die Partie. Gleich in der 7. Minute mit der ersten großen Chance. Perfekte Flanke von Rusch, der Ball aber sehr schwer zu nehmen. Kurz darauf die Tiroler im Angriff. Weigand setzt sich auf der linken Seite durch. Weichselbaumer kann aber in der Mitte abwehren. Der folgende Eckball dann für Tirol. Der Ball zumindest kurz aus der Gefahrenzone, dann aber der Schuss und der passt ganz genau ins lange Eck. Die 0:1 Führung für die Tiroler. Nur mit Mühe können die Vorarlberger dann das 0:2 verhindern. Mader mit gutem Dribbling im Strafraum, aber mit vereinten Kräften wurde die Chance zunichte gemacht. Eckball dann für Vorarlberg in der 24. Minute. Weichselbaumer ziemlich alleine gelassen und der lässt nichts anbrennen. Der Ausgleich für die Ländle-Auswahl. Gut 10 Minuten später allerdings wieder die Tiroler im Vormarsch. Wieder ist es Cebic auf der rechten Seite. Und dass der schießen kann, ist bekannt. Und auch der Schuss passt, das 1:2 in Minute 39. Wir sind nun bereits in Hälfte 2 und das Ländle-Team will mehr. Freistoß hier gefährlich abgeblockt und Unlü kommt noch dran, aber der Keeper ist zur Stelle. Dann ein Angriff auf der linken Seite. Benjamin Thornherr lässt alle Gegenspieler stehen und legt dann mit Übersicht auf für Moosbrugger und der lässt sich die Chance nicht nehmen, der 2:2 Ausgleich. Der Tiroler Schlussmann zeigte dann seine Qualität in der 55. Minute. Joel mit Platz und einem guten Schuss, aber Enzi mit der Parade. Dann war auch der Ländle-Keeper gefragt, Archer im Strafraum mit dem Schuss, aber vornach ganz cool und ohne Probleme abgewehrt. Es ging Schlag auf Schlag. Die Vorarlberger hier dann mit etwas Pech, der Freistoß wurde nämlich vom Tormann und der Querlatte abgewehrt. Wir sind in der 66. Minute. Wieder ein toller Angriff der Vorarlberger, Nigelhell mit Tempo und dem Abschluss und der passt, das 3:2. Sechs Minuten später dann wieder die Roten im Vormarsch, dieses Mal über links. Unlü legt auf für Öcan und der macht das ganz abgebrüht, das 4:2 für die Vorarlberger. Der nächste Treffer ließ aber nicht lange auf sich warten. Kordic brachte die Tiroler kurz vor Schluss nochmal dran. Es änderte sich dann aber nichts mehr am Spielstand. Die Vorarlberger U14-Auswahl besiegte die Tiroler in einem tollen Spiel mit 4:3. Wir haben versucht, von Anfang an das Spiel zu kontrollieren. Das haben wir, glaube ich, geschafft. Wir haben versucht, dass wir zeigen, dass wir mit Leidenschaft Fußball spielen, dass wir mit Spaß und Mut Fußball spielen. Und das ist das, was die Buben auf dem Platz braucht. Und man sieht, mit Arbeit, mit viel Leidenschaft funktionieren dann ganz, ganz viele tolle Dinge. Was denken Sie, wie wichtig die Förderung der Jugend über die Bundesländer-Nachwuchsmeisterschaft ist? Oh. In meinen Augen sehr wichtig, weil die Landesverbände natürlich diesen Wettbewerb dazu nutzen, um zu sehen, wie weit die Jungs in der Talenteförderung in diesem Alter sind, im Vergleich zu ganz Österreich. Für uns wichtig, wenn es um die Aufnahme in die Fußballakademie geht, wer auf diesem Level standhalten kann und ja, wie wir im Vergleich zu den anderen stehen.